Oh. Eindrucksvoll, oder? Ja, es ist ein Chagall. Genau. Wenn das jetzt ein Originalgemälde wäre, hätten wir eine Sensation, mein lieber Kollmann. Die würde ich dir so gerne bieten. Ja. Aber es ist kein Originalgemälde. Nee, wird eine Lithografie sein, Druck, ne? Es ist eine Farblithografie. Ja. Genau. Mehr später. Da hinten kommen die Herrschaften, die dazugehören. Bitteschön. Jo. Schönen guten Tag, ihr zwei. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Kollmann Schulte-Golz zu meiner Rechten. Ja, und ich bin die Andrea. Ich bin der Kilian, hallo. Und ich bin der Horst. Und ihr seid Mutter und Sohn. Jawohl. Genau. Jawohl, da ist aber ein großer Kerl raus geworden. Ne? Ja. Mein lieber Scholli, hättest du damals gedacht, wenn man so ein Babychen am Arm habt? Ja, naja. Freilich. Ja, wie groß war der Papa oder ist der Papa? Genau so groß. Der ist so groß wie ich, ja. Mhm. Ja gut, dann wissen wir, wo der hat. Ne? Ja. Wollte nämlich sagen, gib dir mal einen kleinen, einen großen in der Familie und dann läuft's. Ne? Ihr Lieben, bevor wir über den Marc Chagall hier reden, ein klein bisschen Informationen über euch beide. Beruf, Hobby, gibt es irgendwas Außergewöhnliches zu berichten? Also ich bin Hotelmeisterin von Beruf. Oha. Und mein Hobby ist also Schnorcheln. Am Bodenmeer. Hm. Ist schon was Herrliches, ne? Oh ja. Und bei dir? Ich bin Bauleiter im Straßenbau, Asphaltstraßenbau. Mhm. Und meine Hobbys sind Fußballspielen bei uns im Amateurverein und Musikspielen in der Blaskapelle. Sehr schön. Da spiele ich die Tuba. Die Tuba, ja. Ja, die passt zu dir. Ja, ne? Ich auch so sagen. Ist da. Die passt zu dir, ja. So, ihr Lieben, wo habt ihr denn diesen Marc Chagall her? Eine Bekannte von meiner Mutter, da gab es leider einen Todesfall. Mhm. Hat gefragt, können wir beim Ausräumen der Wohnung, des Kellers helfen? Und da haben wir gesagt, natürlich, das machen wir. Und dann waren mehrere Bilder im Kellerabteil und die haben wir mitgenommen. Und es hängen eigentlich alle jetzt in der Wohnung, bis auf das. Das ist übrig geblieben. Das war von der Größe her, hat's nicht in die, oder passt nicht in die Wohnung rein. Und dann, jetzt wollen wir versuchen. Ja, jetzt gucken wir mal, was es gibt. Also genau. Ich kann euch eins sagen, wenn ein echter Marc Chagall wäre, dann wäre ich jetzt noch mal schnell weggelaufen, hätte Champagner geholt. Nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass das ein Poster ist, sondern es ist eine Farblithografie. Also, das ist erstmal ein schöner Begriff, das kann man so gelten lassen. Und wir können uns auf diese Art und Weise an einem Werk von Marc Chagall erfreuen. Und das Ganze wird uns quasi durch einen Zwischenschritt vermittelt. Es gibt dafür ein existentes Original. Und dieses hier ist die Farbwiedergabe davon. Also, das eine ist das richtige Künstler-Original. Und dieses hier ist von ihm autorisiert, eine größere Auflage, um das Stück dann eben auch einem anderen Markt zuzuführen. Es gibt von diesem Motiv mehrere grafische Auflagen. Und zwar gegen Ende des Lebens von Marc Chagall, wo man kurz vielleicht so sagen muss, das ist ein Künstler, der seinen weltweit einzigartigen Stil gepflegt hat, der eine besondere Ästhetik hatte, die man zwischen sehr schön und sehr ungewöhnlich genau definieren kann, der eine hohe Innovation im Umgang mit verschiedensten Motiven hatte, der eine hohe Individualität gepflegt hat, authentische Wirkung, da wurde immer mehr sozusagen auch weltweit die Nachfrage vergrößert. Hier ist zum Beispiel das Besondere, dass es sich ja um einen Blumenstrauß handelt, ein großes, vielfarbiges Bouquet. Das steht in einer Vase vor uns, irgendwie auf dem Rücken eines Esels. Daneben sehen wir ein Liebespaar, darüber noch einen Vogel. Die beiden Gestirne, Sonne und Mond sind zu sehen. Wir sehen also ganz, ganz viel Landschaftsausschnitt. Und all das zusammen in einem Bild zu haben, das ist ja sensationell. Typisch ist das für Marc Chagall, weil er auf diese Art und Weise vermittelt, wie die sinnliche Welt und die sichtbare Welt und die gefühlte Welt irgendwie zusammenkommen. Und das ist ein toller Ausdruck dafür. So ein Motiv wurde zum Beispiel vervielfältigt in einer römisch nummerierten Auflage, in einer Auflage, die wie hier ganz normal nummeriert ist, also arabisch. Es gibt Auflagen auf einem Büttenpapier, Auflagen auf einem Papier, was wie hier mit einem imitierten Japanpapier gemacht ist. Wenn man das genau anguckt, ist die Oberfläche ganz toll und sieht nach aufgewalztem Japanpapier aus. Und diese vielfältigen Auflagen waren zum Beispiel exklusiv für einen bestimmten Markt gedacht. Also hiervon gab es wie viele? 250 und das ist die Auflage für die USA. Also auf der Rückseite gibt es dann so einen Stempel, Edition USA. Und dann wusste man, das sind die mit der Drucksignatur des Künstlers ausgestatteten Exemplare, die nur in Amerika verkauft wurden. Das hast du jetzt relativ zügig gesagt. Drucksignatur heißt, der Künstler hat es nicht persönlich signiert, sondern auch die Signatur ist gedruckt worden. Genau. Welche Nummer trägt dieses hier?
Das hier ist die Nummer 98, also man hat im Prinzip auch damit eine limitierte Auflage. Und das ist für 1981, als das in den Handel gegeben wurde, typisch. Die 80er Jahre sind die große Zeit, wo man limitierte Editionen von allem Möglichen erwirbt. Von Druckgrafiken, von Uhren, von Autos, alles Mögliche wurde limitiert. Und der Sammlermarkt war in den 80er Jahren weltweit besonders stark. Und es war eine Zeit des Wohlstands, wo viele Leute sich auch ihre Teilhabe am Kunstbetrieb kaufen wollten. So unter anderem auch durch so einen schönen, hochwertig gemachten Druck. Wie ist denn hier von der Zustand jetzt? Dadurch, dass das 1981 herausgegebene Blatt hier noch in einer alten Verrahmung ist, kann man auch gut darauf schließen, das ist hier mit sich gut gealtert. Aber es ist blasser als seine Kollegen. Es gibt andere Exemplare, die vielleicht in anderen Wohnungen hingen, in andere Auktionshäuser kamen, die sind farbintensiver. Also hier hat die Sonne ein bisschen gearbeitet. Das weicht immer etwas voneinander ab. Und hier sieht man eindeutig den Einfluss von Zeit und Licht auf Papier. Ihr Lieben, jetzt sind wir schon beim Wunsch. Was würdet ihr euch denn gerne wünschen? Wie viel Geld hättet ihr dafür? Wir haben gedacht, 300 Euro. Ja. Das klingt fair. Ist ja eine Marc Chagall. Ist limitiert und ist für in Amerika gewesen. Und wie viel mag es jetzt geben von 250 Stück für Amerika? Einige sind da verloren gegangen, wenige sind nach Deutschland gekommen, der Rest in der Welt verstreut. Ja, why not, ne? Jetzt muss man irgendwie ein Mittel finden, die Erhaltung berücksichtigen und die anderen Angebotspreise. Und so bin ich hier bei einem mittleren Wert von 500 bis 750 Euro. Oh, ist doch schön. Dann würde ich sagen, dann ist es mir eine große Freude, euch das Kärtchen zu geben. Und viel Spaß beim Händlerteam. Dankeschön. Da geht's rüber. Tschüss, ihr zwei. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Der Preis hat uns überrascht. Und wir freuen uns und hoffen, dass es dann einen Platz findet, wo es wirklich dann auch zur Geltung kommt. Apropos Sehen und Staunen. Wer ist das Tuch, bevor du einen Herzinfarkt bekommst? Was ist das denn jetzt? Ein Chagall? Ein Chagall. Ja. Mein Gott. Oh Gott, mein Nerve. Mein Nerve. Oh mein Gott. Ist nur eine Lithografie. Ja, aber wisst ihr was? Das Bild hing bei uns, also nicht kein original signiertes, bei uns zu Hause im Schlafzimmer, bei meiner Mutter. Ach, wie schön. Wirklich, genau das. Die Expertise hat viel mehr ergeben, als wir uns vorgestellt haben. Und jetzt gehen wir gute Dinge rein, versuchen unser Bild zu verkaufen. Das dürfte vermutlich nicht allzu schwierig werden. Vorausgesetzt, der Preis passt. Guten Tag. Hallo. Hallo zusammen. Einen großen Namen haben Sie mitgebracht. Ja. Ja. Auch ein großes Blatt. Auch ein großes Blatt, und ja. Und unserer Susanne einen Riesengefallen getan. Ja. Wenn es denn original signiert ist. Nein, nein, ist aufgedruckt. Ist gedruckt. Okay. Ist aber, das ist schade. Ja, ist aber ein Bild, was ausschließlich für die USA gemacht wurde. Genau. Das erklärt wahrscheinlich auch die Papierwahl, ne? Weil, also in Europa kenne ich soweit eigentlich Chagall eher mit Büttenpapier. Genau, und es ist japanisches Papier. Genau. Hat die Expertise. Was meinen Sie mit, was meinen Sie mit Druck? Farblithografie. Eine Farblithografie, wurde uns gesagt. Genau. Okay. Mit der Signatur quasi im Stein. Das heißt, die ist dann mit drauf von Chagall autorisiert. In welchem Herstellungsjahr sind wir? 1981. Ja, okay. Es ist dekorativ. Definitiv. Wir finden dafür auch, denke ich, alle Käufer. Deswegen kaufen wir Ihnen das jetzt erstmal ab. Definitiv. Ich starte mit 300 Euro. 400. 420. 500. 550. 600. 50. 700. 50. 800. 50. 1000. 50. 1100. Markus, was ist bei dir? Ich bin nicht dabei. Okay. Mehr. 50. Was halten Sie von unseren Geboten? Ja, auf jeden Fall sagt uns das zu. Geht schon, schön, geht schon in die richtige Richtung. Ja. Ja, okay. Ja, 1150 bei mir. 1250 bei mir. Ja, das sind schon gute Preise dafür. Ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben halt die Signatur gedruckt ist. Genau. Wäre sie nicht gedruckt, wäre das ein Schnapper vom Herrn. Ne? Ja.
Ich habe da einfach einen persönlichen Bezug zu. Genau. Also das Bild hing damals bei uns im Haus in den 80er Jahren. Und dann ist es irgendwie verschollen. Aber es war kein Original, also es war nur ein Poster. Klar, schöner wäre es, wenn es original unterschrieben. Ich habe auch eben ein paar Mal nachgeschaut, aber war mir auch nicht ganz sicher. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir ins Geschäft kämen. Auf jeden Fall. Ja? Ja, dann machen wir das. Vielen Dank. Wunschpreis mehr als vervierfacht. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Greifen Sie zu. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Vielen Dank. Guten Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Susanne. Ja. Ja, da werden echt Erinnerungen wach bei mir. Es ist einfach, das Bild hat mich in meiner ganzen Kindheit begleitet und in meiner Jugend. Und ich bin happy. Schön. Schön. Das Geld wird aufgeteilt zwischen den... Wir haben noch einen Sohn, das ist der Philipp. Und der kriegt die Hälfte und die andere Hälfte kriegt der Kilian. Ja. Genau, da freue ich mich sehr, dass ich das Geld mit meinem Bruder teilen kann. Und ich denke, ich werde es in einen Urlaub investieren.